Hi Gude, ich möchte mich heute mal vorstellen. Ich bin die Bambi von Bambletown. Ich komme jetzt jede Woche hier auf der Seite. Wir sehen uns also jetzt ein bisschen häufiger. Ich will euch immer einen schönen Spruch mit auf den Weg geben für die Woche. Vielleicht versüßt das ein bisschen den Tag oder auch die Woche. Ja, also Leute, wir hören uns wieder. Passt auf euch auf, das Wetter ist noch schlecht. Macht's gut, man hört sich. Servus, grüßt euch, hier ist die Bambi. Eieiei, das war ja kalt in der letzten Zeit. Da musste ich mir das Mütze kaufen, gell, und die Ohren schützen, dass der Bosskopf nicht kalt wird. Stöffsche. Soll zwar kalt getrunken werden, aber so kalt ja nicht. Und, wie seid ihr so durch den Schnee gekommen? Ich hab ganz schön geschippt und gestreut. Jetzt dürft die Sonne mal wieder scheinen, gell? Naja, aber das wird noch ein bisschen dauern, deshalb passt schön weiter auf, dass nichts passiert. Und wie ist so der Montag? Na, ich verstehe, wie jeder Montag, gell, ein bisschen schwierig. Deswegen gebe ich euch noch einen kleinen mit auf den Weg, einen kleinen Witz. Geht der Vater mit seinem Sohn in den Zoo, sagt der Kleine. Papa, Papa, das ist aber ein hässlicher Gorilla, sagt der Vater. Bub, sei still, wir sind doch erst an der Kasse. In diesem Sinne, eine schöne Woche noch, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö, macht's gut. Morsche. Ja, die Woche ist leider schon wieder im Anfang, gell? Das Wochenende ist rum. Ist immer kurz, was will man machen? Ich laufe heute auch nicht so rund. Ich habe schon wie viel de Kaffee, noch einer mehr und ich habe die Blutgruppe Arabica. Aber egal, durchhalte. Und kalt ist es ja immer noch, furchtbar. Man kann immer noch nur dick eingepackt und mit Mütze auf die Gas. Aber was will man machen? Und aufpassen muss man auch noch. Naja, aber guck du mal abends raus. Das ist schon länger hell. Wir gehen in Richtung Frühjahr. Und ansonsten, gut, die Woche steht am Anfang. Da können wir nichts machen, müssen wir durch. Wie gesagt, Kopf hoch und macht's euch halt abends schön. Macht einen Schoppe auf, macht ein bisschen Couching, relaxt schön. Oder geht mal um die Häuser und esst ein Scherippchen mit Kraut. Dann geht die Woche schon rum. Und damit es noch ein bisschen besser läuft, hier ein kleiner für auf den Weg wieder, geht ein Mann auf den Markt, wenn die Männer schon einkaufen gehen. Also der Mann geht auf den Markt und sagt, ich hätte gern 2 Pfund Tomate. Sagt der Händler, das heißt Kilo. Sagt der Mann noch, komm, nimm mehr Tomate. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns, die Woche geht rum. Tschö. Morsche, servus. Ich hoffe, es ist alles klar bei euch. Keiner hat einen Schnupfen oder einen schlimmen Husten. Und wenn doch, gute Besserung. Trinkt einen heißen Appleboy. Haseäppler hilft. Was riecht denn euch so auf im Fernseher? Man kann ja bald nichts mehr gucken. Es geht ja nur noch um den Trump. Naja, muss ich halt auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen, gell? Ich habe mich extra für sie zurecht gemacht dafür. Erst mal Frage an euch. Wisst ihr, mit was der jetzt fliegt, seit er Präsident ist? Wisst ihr's? Ah, mit der Air Force One. Nee, was mich wirklich ärgert ist, ei, da hält er nichts von der Schulhochzeit, will sie sogar verbieten, gell? Aber Hochzeit mit dem adelreichen Kerl und der Jungfrau, die findet er gut. Die findet er ganz natürlich. Wie heißt dem seine Frau noch? Naja, Trump hinten, Trump vorne und so weiter, immer Trump. Aber hallo, Petro und Sarah sind getrennt, Albano und Rubina Power singen wieder zusammen, das Dschungelcamp lief die ganze Zeit, wir haben einen König und da waren lauter faire und harte Leute drin. Ja, das sind die wirklich wichtigen Themen. Ja, und hier in Manhattan natürlich wirklich wichtig, die Eintracht, unser Adlerbube, die haben gewonnen. Wir sind am dritten Platz in der Liga. Also schön weiter die Daumen drücke für die Bube. Naja, jetzt nochmal zum Trump. Wenn der Präsident werden konnte, ist das nicht so unrealistisch, dass ich Prinzessin werden kann. Und Bambletown und Manhattan, der Nabel der Welt. Warten wir es mal ab. Also, schöne Woche noch. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Kopf hoch. Tschö. Servus, Morsche. Ja, ich sehe heute mal ein bisschen anders aus. Ich gehe auf eine Faschingssitzung und da muss man sich ja ein bisschen verkleiden. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Gefällt's euch? Ja, habt ihr auch schon ein schönes Kostüm? Die Tage kommen ja jetzt erst, die Faschingstage. Also sucht euch auch was Schönes aus, damit ihr auch ein bisschen fortgehen könnt und feiern. Ja, ich versuche jetzt auch wieder den Montag rumzukriegen, wie ihr alle, gell? Ich habe ja eigentlich heute auch sehr viel vor. Aber nun ja. Da habe ich halt moje viel vor. In diesem Sinne, gell, lasst langsam angehen. Es brennt nichts an, ihr könnt auch schön langsam machen. Ich gebe euch wieder einer mit auf den Weg, ein kleiner Witz.
steigt die Frau mit ihrem kleinen Kind auf dem Arm in den Bus, sagt der Busfahrer. Oha, das ist aber ein hässliches Kind. Die Frau völlig verstört und auch ein bisschen aufgeregt, geht sie still auf den Platz. Ein Mann hat es gesehen, gell, geht auf sie zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ist was passiert? Die Frau, immer noch ganz aufgeregt, sagt zu ihm, ja, der Busfahrer, der hat mein Kind beleidigt. Sagt der Mann, das geht nicht. Da müssen Sie was machen, gehen Sie vor und beschweren Sie sich. Ich halte so lange Ihren Aff. Also, meine Lieben, Kopf hoch. Es geht immer weiter. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Morsche. Ist mal wieder Montag. Fangt am besten an mit ein, zwei Tippchen Kaffee und ein Brezelchen knabbern. Da kommt mir gut auf die Fies für den Anfang. Ich hab's auch so gemacht. Morsche ist ein wichtiger, romantischer Tag, der Valentinstag. Männer, nicht gleich aufgeben, nicht den Kopf hängen lassen. Macht euch ein paar Gedanken. Nicht nur Parfüm oder ein paar Blumen. Nee, mal einen schönen romantischen Brief geschrieben. Ja, aber nicht über WhatsApp oder ein Foto in Facebook gepostet. Nee, auf ein Blatt Papier. Ein Herzchen dazu, das freut uns. Ich habe ja schon ein bisschen Inspiration um mich rum geschaffen, gell? Und Ladies, jetzt nicht lachen. Auch Männer wollen nicht nur Socken und Unterhose. Macht euch auch ein paar Gedanken. Wie wär's? Ein schönes Candlelight-Dinner, ganz aller hergerichtet. Das gefällt sicher auch den Männern. Also, in dem Sinne feiert Jay euer Liebe, Mäue, und natürlich nicht nur Mäue, sondern das ganze Jahr, aber besonders Mäue. Jetzt will ich noch einer loswerden, das Derby letzte Woche, Darmstädter Lilien, Frankfurter Eintracht, schönes Spiel, ich mag die Lilien ja, aber mein Herz schlecht für die Eintracht, Adderbube, ihr habt gewonnen, jawohl. Was ist es mit den Hooligans? Immer nur noch Klopperei und Knüppelei. Kerle, Leute, macht euch mal einen Kopf. Das bringt's doch nicht. Bald dürfen wir in kein Stadion mehr. Also, Moje kann man mal drüber nachdenken. Ist nicht nur der Tag der Liebenden. Kann man auch über sich selbst mal nachdenken, wenn man so um sich rum hat und ob man die Welt ein bisschen besser machen kann. Nicht immer gleich knüppele, setzt euch zusammen und die Erwachsenen trinken Boskop Soda oder Schöpfchen. In dem Sinne, schöne Woche noch. Macht's gut. Tschö. Servus, Morsche. Na, wie geht's euch heute früh? Also ich bin langsam ein bisschen mitgenommen, deswegen habe ich eure Brille auf. Die ganze Faschingsfäde und Sitzungen, es wird geschunkelt, es wird getanzt, ein bisschen auf den Tisch rumgehüpft, hier und da ein gespritzter Appleboy oder sogar ein Bämbelchen und ein Schöpfchen, mal ein kleiner zwischendurch. Oh, 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 da kommt mir nur sehr schwer in die Woche hin. Naja, und die Faschingstage, der Rosenmontag und so, das kommt ja alles erst noch. Für den Kopf, ehrlich, da sind die Schöpfchen, die Bämbelchen nicht so gut, die sind echt hart. Naja, was soll's, muss ja weitergehen. Aber was ich euch fragen wollte, habt ihr schon mal den Bachelor gesehen im Fernsehen? Kerle, wie der mit seiner Rose vor der Frau herumfuchtelt. Wir haben uns früher in der Disco kennengelernt. Ja, da gab's Karos und es hat auch geklappt. Also Sache gibt's im Fernsehen, es wird immer schlimmer. Na, jetzt haben wir auch noch Montag, ist auch schlimm genug. Vielleicht geht's dem einen oder anderen so wie mir heute. Dann kann ich nur sagen, Kopf hoch. Wir kommen da durch, der Montag geht auch rum, trinkt ein, zwei Tippchen Kaffee, kommt ein bisschen besser auf die Fies erst einmal. Und naja, für die Woche gebe ich euch wieder einen kleinen Witz. Eine Kinokasse, jung Pärchen. Er sagt zum Kartenverkäufer, zwei Kinokarte bitte. Der an der Kasse, für den Hobbit, sagt der Typ, der ist eigentlich meine Freundin. Also, meine Lieben, schöne Woche noch, wir hören uns wieder. Macht's gut, tschö. Moin, ihr Lieben, alle hopp, ahoi, ala, fellau, oder wie das auch immer bei euch heißt, auf jeden Fall ein ganz schöner Rosenmontag. Sicher aber einige von euch freigenommen, sind wie ich ins Kostüm hineingehüpft und ab auf die Züge. Richtig so, genießt es, das ist eine schöne Zeit. Da kommen viele Menschen lustig zusammen, man kann ein bisschen zusammen schungeln, ein bisschen tanzen und auch mal einer zusammen trinken, vielleicht auch ein Bämbelchen. Auf jeden Fall seid alle nett miteinander, feiert schön und lasst dann das Auto stehen, gell? Ich war gestern in Manhattan auf dem Zug. Schöne Stimmung hatte man. Ich war da an der Promi-Tribüne, wo der OB auch immer ist. Habt ihr mich gesehen? Nett? Schade. Naja, egal jetzt. Lasst gerade bei guter Stimmung, egal wo er feiert. Ich gehe jetzt erst wieder heute Abend weg. Jetzt habe ich ein paar Krebel und guck mir die Züge im Fernsehen an. Hier jetzt ein kleiner Witz für die, die daheim bleiben müssen, gell? Oder die, die arbeiten müssen. Ein Frankfurter spaziert am Marufer entlang, da sieht er, wie einer aus dem Main säuft. Da ruft der Frankfurter, ey, bist du bekloppt, aus der Chemiebrühe zu saufen? Davon kriegst du kurze Arme und fällst um. Der Fremde blickt langsam auf,
hat den FC Bayern-Schal an und sagt, was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht, sagt der Frankfurter. Trink langsam, Junge, das Wasser ist kalt. Also, feiert schön, macht's gut, bis nächste Woche. Tschö. Servus, Mosche. Na, seid ihr wieder fit? Habt ihr den Faschingstag gut überstanden? Ah, ich noch nicht so ganz. Ich brauche bei Dippscher Kaffee mehr heute als sonst. Aber ist ja egal, trink ich halt die Dippsche mehr. Aber hast du mal morgens die Fäden zwitschern und es ist viel früher hell. Der Frühling kommt. Geht's aber doch gleich viel besser. Ah ja, und die Schneegletscher blieb ja auch schon wieder. Ist das schön. Aber habt ihr das gehört? Die wollen die Autobahnkreuze verbreitern. Ja, das Oberbacher, Wiesbaden, Nordwestkreuz Frankfurt und so ein paar anderen. Ja, grundsätzlich finde ich, ist das eine super Idee. Mir stehe ja der E-Blät rum, morgens und abends. Aber wenn sie alle Glasstadt in Angriff nehmen wollen, da wird's ja noch bläder, stehen wir noch bläder rum. Das wäre nicht so gut. Aber ändern können wir eh nichts. Also warten wir es mal ab. Jetzt müssen wir erstmal durch die Woche durch. Deswegen wieder ein kleiner Witz. Die Erna und Alfred gehen spazieren. Muss die Erna niesen und das Gebiss fliegt in den Gulli. Sie nuschelt, Alfred, mein Zeh sind fort. Der Alfred sagt, sei ruhig, wir machen das, wenn's dunkel ist. Als dunkel ist, geht sie da wieder hin. Der Alfred hält den Gullideckel hoch und die Erna wielt in den Brie rum. Ganz Zeit vergeht, aber zum Alfred zu viel. Dann sagt, ei, was ist denn jetzt mit deiner Zeh? Hast du das Gebiss gefunden? Sagt die Erna, zwei habe ich schon probiert, aber ganz davon war meins. Also, eine schöne Woche noch. Wir hören uns wieder. Tschö. Servus, Mosche. Hier ist wieder die Bambi. Jetzt kennen wir uns schon 10 Wochen. Ei, das ist schön. Das ist richtig Mini-Jubiläum. Ich hab mich schick gemacht und will mit euch anstoßen, gell? Mit dem Boskop Soda, also mit dem Äppler aus dem Bämbelsche. Prost! Ja, und zum Anlass wollte ich nämlich mal zu fragen, was ist aus euer Vorsatz geworden zum neuen Jahr? Habt ihr so umgesetzt? Hat's geklappt? Oder seid ihr noch dran? Ei, wenn jetzt, möchte ich doch nix. Nehmt ihr so nächstes Jahr wieder. Ich habe ja nur einen Vorsatz. Ich möchte viele Leute kennenlernen, auch außerhalb Hessens. Ich möchte mal zeigen, wie schön unsere Sprache ist. Wie schön mein Hedden und Umgebung ist. Wir haben ja nicht nur der Bämbel und Appleboy und Ripscher mit Kraut. Nee, wir haben auch so Sachen, so wichtige, wie die Eintracht Frankfurt, unser Adlerbube und vieles mehr. Wir hören uns montags und dann lernen wir uns besser kennen und ein paar neue Leute lerne ich sicher auch noch kennen. Ich will auch mal hier an der Stelle sagen, ich freue mich wirklich sehr über jeden, der mich anklickt und teilt. Ganz schön ist das. Danke. So, ihr Lieben, jetzt lasst die Woche schön langsam angehen, es rennt nichts fort. Hier wieder ein kleiner Witz für die Woche. Meine Damen und Herren, sagt der Chef auf der Betriebsversammlung, ich habe nichts dagegen, wenn es hier geteilte Meinungen gibt. Wir machen das deshalb so, dass ich eine Meinung habe und diese teile. Manchmal ist das so. Deswegen sag ich, lieber zu viel gegessen als zu wenig getrunken. Habt eine schöne Woche, wir hören uns wieder. Tschö. Servus, Mosche. Einen schönen Montag für euch alle, auf dass es eine schöne Woche wird. Und, seid ihr schon lang auf? Ich bin heute echt schon lang auf. Ah ja, es war so früh hell und dann hat draußen auf meiner Fensterbank so ein kleiner Piepmatz gesessen, der die ganze Zeit gezwitschert. Ja, goldig ist es, klar, aber den Wecker kannst du ausschalten. Naja, bin ich aufgeblieben, gell? Und wenn du so in den Kalender guckst, ist es eh so schnelllebig alles. Ah ja, jetzt haben wir schon bald wieder Ostern und die Dippemess kommt am 7. Pferde. Ei, für Ostern habe ich schon nochmal 2 Nestchen auf Probe versteckelt. Das war keine gute Idee, ich finde sie nicht mehr. Und die Dippemess, ja, 7. Vierte, da müssen wir hieß, klar, da ist ein Muss, erst einmal ein schöner Nierenspieß mit dem Brätsche eingepfiffen, dazu ein Schöpfchen oder ein Äppler. Oder auch eine Bratwurst und später noch ein Fischbrätsche. Was ich immer noch gern mache, ist, ich gehe aufs Riesenrad. Ei, von oben ein paar Bilder gemacht von meinen Hätten oder ein paar gebrannte Mandeln genascht, toll. Ja, und die Dippschers mag, klar, da gibt es zwar jetzt mittlerweile auch Handtasche und so ein Kram, aber Panne, Töp, Bämbelscher gibt es ja auch noch. Und ich gehe mir so 2-3 Mal hier auf die Dippemess. Und ihr? Ja, man trifft immer mal einen Bekannten und kann noch einen Schoppe zusammenpetzen. Vielleicht sehen wir uns ja. Ich babbel's auf jeden Fall nochmal an. Vielleicht können wir uns treffen. Jetzt lasse ich euch wieder einen kleinen Witz. Sechster Typ zu seiner Freundin. Schatz, wir kennen uns jetzt 5 Jahre. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du meine Frau, sie brüllte zwischen, ja, ich will, kennenlernen willst. So kann's gehen. Also, macht schön langsam die Woche. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschö. Servus, Mosche. Ich sitze bei meinem ersten Tippchen Kaffee und denke so ein bisschen nach. Letzte Woche,
Der Terroranschlag in London, eines Mächtigen ja ganz betroffen. So viel Verletzte und auch Tote hat's gäbe, wie furchtbar. Ei, was ist da nur los in der Welt? Aber trotzdem, Leute, wir dürfen uns nicht einschüchtern oder unterdrücken lassen. Wir müssen weiter rausgehen, wie wir es immer gemacht haben. Jetzt ist Frühjahr und da kann man sowieso gut rausgehen. Hier in Rhein-Main, hier bei uns, ist ja so das Spargelgebiet. Das Spargel ist auch schon angebaut und da kommt auch das ein oder andere Spargelfest, wo man hier gehen kann. Aber das Wetter gibt's eh her, da kann man jetzt auch immer so wieder rausgehen. Esst mal einen guten Handkäse oder eine Schäkli Soße, dazu ein Boskop Soda oder eine Schöpfchen. Nehmt ein paar Freunde mit zum Labern, setzt euch in eine gute Kneipe, was Schöneres gibt's doch gar nicht. Ich gehe jetzt demnächst mal wieder in den Zoo. Ah ja, jetzt im Frühjahr hat's da Glane und außerdem, ich lieb ja die Erdmenscher, die sind so goldig. Ah, die haben ja immer einen, der auf alle aufpasst. Der sitzt so auf dem Hügel und wenn dem erst was komisch erscheint, gibt der Zeichen und zack, zapp, sind alle fort goldig. Ah ja, in dem Sinne, passt auch ihr weiter auf euch auf, gell? Und denkt immer dran, es kommt wie es kommt, immer lässig bleiben. Hier noch ein kleiner Witz für die Woche. Ein Mann sitzt mit seiner Frau im Restaurant, plötzlich bekleckert sich der Mann und sagt, Mist, jetzt sehe ich aus wie ein Schwein, sagt sie, und bekleckert hat sich auch noch. Also, wir hören uns wieder nächste Woche, macht's gut, tschüss. Servus, Mosche, ich wünsche euch einen besonders schönen Montag heute. Endlich, der Frühling ist voll da. Habt ihr schon angegrillt? Och, ich hab's schon ein paar Mal gerochen. Das hält mir ja nicht aus, den Grillgeruch. Das macht einen ganz verrückt. Ich gehe jetzt am Wochenende auch in die Garde und schmeiß den Grill an und dazu ein Schäbämbelchen. Und später lasse ich mir die Sonne auf den Bauch putzeln. Ei, das wird schön. Und am Freitag? Ja, am Freitag geht's los mit der Dippemess. Bei dem Wetter ist es auch super. Ich bin gleich da, wenn's fast angestochen wird. Ei, wenn er auch vorbeikommt, da sehen wir uns vielleicht. Ich freue mich drauf. Also, und jetzt die paar Tage, die schaffen wir auch noch. Kopf hoch. Jetzt noch einen kleinen Witz für die Woche. Auf der Cap geht so ein bullischer Ketcher durch die Leute und sagt, wer es schafft, diese Zitrone, die ich jetzt zerquetsche, bis nichts mehr rauskommt, noch zu quetschen und einen Tropfen herauszubekommen, bekommt von mir hier sofort 500 Euro. Meldet sich so ein kleiner, schmächtiger Frankfurter Mann. Der wird sofort auf die Bienen gebeten, gell? Und da fängt er an, die Zitronen zu bearbeiten und zu quetschen. Und tatsächlich, der kriegt noch zwei Tropfen raus. Der Ketcher ist total verblüfft und irritiert und sagt zu dem schmächtigen Menschen, ei Donnerwetter, wie haben Sie das gemacht? Was sind Sie von Beruf? Sagt schmächtige Menschen, ich bin Finanzbeamter. Ja, so geht's. Also, bleibt gut drauf und vor allem sauber. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Das Wochenende ist deutlich zu kurz. Ich wünsche euch erst einmal einen guten Start in die neue Woche. Was habt ihr so gemacht letzte Woche? Ich habe mein Garten in Ordnung gebracht und einen Grill angeworfen. Oh, schon die Düfte durch die Luft ziehen. Oh, wie lecker das ist es doch. Genieße, relaxe, Spaß habe, ein Schoppe trinke und was Gutes essen und im Garten gammeln. Ach, klasse. Ja, zum Fußball. Die Eintracht Adler fliegt ja gerade nicht so hoch. Aber gerade da brauchen die uns ganz besonders. Adlerbube, auf geht's, wir sind für euch da. Naja, und außerdem müssen wir auch mal beide Frauen lunzen, die spielen super Fußball. FFC-Mädels, weiter so. Steffi Jones hat auch immer ein Auge auf euch. Ei klar, die ist ja schließlich eine Frankfurterin, unsere Bundestrainerin. Also, mir drücke weiter die Daumen. Und, wie war's auf der Dippemess? Wie, ihr wart noch gar nicht da gewesen? Ei, dann wird's Zeit. Ich bin schon das hohe Kettokarussell gefahren. Mein lieber Mann, das ist ganz schön hoch und ein bisschen windig da oben. Danach musste ich erst einmal einen Schaube petzen. Aber schön war's trotzdem. So, jetzt habt noch eine gute Woche und damit es klappt, hier ein ganz kleiner Witz für die Woche. Politiker lügen nicht, da gibt's einen Beweis für. Norbert Blüm sagt immer, unsere Rente ist sicher. Der hat nie gesagt, eure Rente ist sicher. Also ihr Lieben, macht's gut bis nächste Woche. Und wem's gerade nicht so gut geht, Kopf hoch, das wird schon wieder. Also, bis dann, tschö. Servus, Morgen, einen schönen Ostermontag wünsche ich euch alle. Na, habt euer Nestchen, euer Ostereier schon alle gefunden? Ah, ich hatte gleich. Und, wie habt ihr die Ostertage bis jetzt verbracht? Bei mir war es ganz schön gewesen und gemütlich. Klar, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber man kann sich ja entsprechend anziehen, wenn man aus will.
Und wer keine Lust hat, rauszugehen, ah ja, der kann doch einen schönen Kaffee und ein gutes Stück Kuchen essen und ein bisschen was aus dem Nestchen naschen, das reicht doch auch. Einige von euch haben sicher noch Urlaub, dann genießt die Tage, die euch noch bleiben, volle Züge. Und wir anderen müssen ja wahrscheinlich morgen alle wieder arbeiten, oder die meisten von uns, aber heute genießen wir auch noch in volle Züge. Ja, und deshalb gebe ich euch jetzt für die neue Woche noch einen kleinen Witz mit auf den Weg. Auf der Autobahn sollte Malerlehrling die Mittelstreife malen. 5 Kilometer malte am ersten Tag, 3 Kilometer am zweiten Tag und am dritten Tag schafft er schon nur noch 2 Kilometer. Und am vierten Tag nur noch 500 Meter. Der Meister guckt sich das an und denkt, jetzt muss ich mal was sagen. Geht er zum Lehrling, sagt er, ei, was ist dann mit dir los? Du wirst ja immer langsamer, Bub. Sagt der Kleine, der Lehrling, Meister, ich geb mir echt viel Mühe, aber der Weg, um die Farbe zu holen, der wird immer länger. Also, habt heute noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Boah, war das die letzte Tag und auch jetzt noch morgens echt kalt. Flieht einem echt die Kapp fort. Das Spargel und die Äpfel haben es nicht leicht momentan. Schade, ich esse ja beides gern. Lob ich mir die Tiefkühlpizza. Richtig super ist es und gesund auch. Wird direkt nach dem Ernte vom Pizzafeld eingefroren und die Vitamine bleiben erhalten, gell? Naja, aber egal jetzt mit dem Wetter, es kommen ja noch ein paar schöne Feiertage und da hat es sicher die eine oder andere von euch Urlaub oder auch nur verlängert Woche etwas Schönes vor. Wenn ihr also wegfahrt, denkt dran, geht mehr weg aus Hesse, darf man den Bämbel und Stöpfchen nicht vergessen. Also, habt eine schöne Woche, macht abends was Schönes, egal wie es Wetter, was es ist und wie es ist, zieht euch halt gut an. Hier wieder ein kleiner Witz. Geht ein Mann zum Psychiater und sagt, ei, was sind denn hier die Aufnahmebedingungen für Ihre Psychiatrie? Sagt der Psychiater, wir füllen Badewanne mit Wasser und stellen dann einen Löffel, eine Tasse und einen Eimer zur Verfügung. Und dann sagen wir dem Menschen, er soll die Badewanne leer machen. Der Mann sagt, ach, das ist klar, verstehe. Ein normaler Mensch würde Eimer nehmen, sagt der Psychiater. Nee, ein normaler Mensch würde Stöpsel ziehen. Wollen Sie jetzt immer mit oder ohne Balkon? Tja, Leute, aufpassen. Schöne Woche noch, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Erst einmal eine gute Wochenstart für euch alle. 3 bis 4 Tippchen Kaffee gepetzt und der Tag fetzt. Ah ja, bei mir war der Einstieg in die Woche heute echt ein bisschen krass. Ah ja, die Ferien sind vorbei und da ist wieder Stau überall. Ich mach zwar ein paar gerne Reit und hab's nicht so weit, gell, aber kein Parkplatz in der Nähe. Dann hab ich endlich gepackt, ist die S-Bahn weg. Und ich bin jetzt total kaputt vom Rennen. Endlich in Manhattan in der Altstadt angekommen, ist mein Termin erst morgen. Ei, ei, ei. Kerle, an manchen Tagen wünsche ich mir echt noch in meinem Kindergarten in der Sandkiste zu hocken. Zack, Schipp über den Kopf und Ruhe ist. Naja, egal. Moin halt noch mal den ganzen Kram. So ist es ab und zu. Ach kommt, wir trinken erst einmal noch ein Tippchen Kaffee. Und ich gebe euch jetzt für die Woche wieder einen kleinen Witz mit auf den Weg. Und da halten sich 2 Kumpels, sagt der eine, hast du schon gehört? Man will jetzt was gegen die bisschen Hunde unternehmen. Ach komm, sagt der andere, was gibt's dann? Ist was Neues? Sagt der andere, ja, es gibt jetzt eine Kreuzung zwischen Pitbull und Bernardine. Och, das ist ja schön, das ist bestimmt besser. Naja, die Hunde beißen zwar immer noch, aber jetzt holen sie danach sofort Hilfe und haben immer einen Schaube dabei. Ah, ist doch gut, oder? Naja, also in dem Sinne, lasst es euch schmecken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche, und geht's euch gut? Ich habe ja so einen Fitnessträger. Kennt ihr das? Da werden die Schritte gemessen, die man so mischt. Und der Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz, der Ruhepuls und der Schlaf. Und wenn man sich nicht genug bewegt, kriegt man so ein Signal am Handgelenk. Das ist eine Aufforderung, dass man wieder was machen muss. Ich glaube, ich schmeiß das Ding jetzt weg. Für mich ist das nichts. Am Ende vom Tag sehe ich immer nur, ich habe zu wenig Schritte und zu wenig Kalorien verbraucht. Ah ja, und der Schlaf ist immer zu oberflächlich und zu kurz, aber der Ruhepuls ganz oben. Naja, wenn man sich so frisch über das Ding ist, ist ja klar. Aber vor 3 Tagen guck ich da abends drauf, habe ich 15.000 Schritte. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und jede Menge Kalorien verbraucht. Ich war ganz glücklich.
Da dachte ich, naja, gehst in dein Bett, gell, kannst endlich mal wieder ruhig durchschlafen. Jetzt war das Ding falsch eingestellt und mir ist schon total drauf fixiert. Da ging am Handgelenk nachts um 2:30 das Signal an und ich gedacht, jetzt musste ich bewegen. Im Dunkeln aus dem Bett gehüpft und voll vor den Kleiderschrank. Na, so Fitnessding brauche ich nicht. Ich mache das jetzt, wie ich es immer gemacht habe. Und da ist auch immer Bämbelchen drin. Das tut mir gut. Aber egal, wie ihr das macht, kommt gut durch die Woche und macht ein bisschen langsam zwischendurch. Ja, und hier kriegt er jetzt wieder einen kleinen Witz. Ein junger Pärchen erhält sich, sie kommt gerade vom Job im Heim und sagt zu ihm, Hasi, ich habe mir heute neue Laufschuhe gekauft. Er ist super cool, was für Gewicht, was für Dämpfung, was für Obermaterial. Sie sagt, also waren im Angebot und sind im Pink. Ja, immer schön locker bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Und wir waren gestern Muttertag. Habt ihr ein bisschen was Schönes gemacht? Also früher als Kinder, da sind wir immer ganz früh hinaus, haben uns getroffen, Fliederklaue. Also war das. Und später haben wir gekauft. Naja, aber man kann sich ja auch das ganze Jahr nett verhalten und dann an Muttertag schön zusammen essen gehen oder auch mal ein paar Tage fortfahren oder so. Ah ja, der Vatertag ist ja da ganz anders gestrickt, gell? Die Leiterware wird gefüllt, ab zum Grillen und ein paar Bämbelchen oder fest ja Bier gepetzt. Vielleicht, Männer, können wir das auch mal ein bisschen umstellen. Aber wäre doch auch gut. Mal Rippchen mit Kraut und ein Bämbelchen trinken mit der ganzen Familie zusammen. Ein Männer, denkt mal drüber nach. Wäre doch auch schön. Naja, jetzt müssen wir halt erstmal wieder durch die Woche, gell? Also, noch ein Kaffee in den Kopf und dann machen wir weiter. Hier wieder ein kleiner Witz. An Vatertag, ein Betrunkener steigt in die Straßenbahn. Der hatte ein bisschen zu tief ins Bämbelchen geguckt. Die Leute zu seiner Linke, die Nuschler A, lauter Deppe, lauter Deppe. Zu der Rechte rief der lauter Besoffene, lauter Besoffene. Da steht ein Mann auf und schreit ein A. Ich bin 20 Jahre und ich hab noch nie ein Schlückchen Stöpfchen oder anderen Alk getrunken. Der Besoffene grinst ein Sächtlein. Alter, setz schnüber zu der Deppe. Also in dem Sinne, treibt's nicht so doll, aber lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Morsche. Entschuldigung für meinen Aufzug, ich komme gerade aus der Dusche. Naja, wenn das Wetter schon mitspielt, gell, da sind wir doch gleich besser drauf, Moins. Ah ja, letzte Woche war es doch teilweise super. Ich hab gleich mal das Appleboy-Eis gegessen. Lecker. Wie, was ist das? Ah, das hat doch die Sabine Schneider von FFH vorgestellt. Eis aus Appleboy. Ja, mir schmeckt es. Was habt ihr denn so gemacht am Wochenende? War da mal in Eschborn auf dem Spargel- und Äpplerfest? Da hätte er mich treffen können. Ja, Leute, ihr müsst mal in den Veranstaltungskalender ein bisschen horchen und gucken. Ein Frankenberg zum Beispiel war auch ein Kräutermarkt. Und in Schlüchtern ein Äppelblütefest. Ah ja, was soll ich euch sagen? Nächste Woche end Uf-Basse. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder durch die Woche. Lasst den Kopf nicht hängen. Immer schön Päuschen zwischendurch und ein Dippchen Kaffee. Ah ja, und noch kurz zum Schluss die Adler, unser Eintracht. Die hängt ein bisschen am Boden derzeit. Die brauchen uns jetzt noch mehr. Adlerbube, wir sind da. Auf geht's, ab in die Luft starte. Adler. So, ihr Lieben, jetzt Witz hier wieder für die Woche. Zwei Rentner gehen am Marsch spazieren, sehe ein junges Pärchen schmusen. Sechste an Rentner, ach, wir müssten nochmal 20 sein. Sechste an, spinnst du, welche 15 Minuten Schmuse, nochmal 45 Jahre arbeiten gehe. Naja, wie man es nimmt, gell? Eine schöne Woche noch, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, tschö. Servus, Morsche. Und wie ist es? Habt ihr noch frei? Wenn nicht, kein Problem, Pfingsten steht vor der Tür. Ei, Kerl, ich war die letzte Woche Donnerstag an Vatertag mit ein paar Jungs mit Bollerware unterwegs. Boah, da brach's die Kondition. Eier Larve, ein Schoppepetze, bisschen weiterlarve, 3-4 kleine gepetzt und so geht es Kilometer lang. Das ist ganz schön hart. Dann hatte man endlich den Grill aufgebaut, das Fleisch drauf. Ei, ich hab nix gegessen. Ich hab ein bisschen geschlafen. Nächstes Jahr mache ich das wieder anders. Da schließe ich mich an Muttertag der Landfrau an. Da wird ein Kuchen gebacken und gut ist. Und wie war es bei euch so? Alles wieder im Lack? Ah ja, die arbeiten mit sich. Ich hab's ja schon gesagt, gell? Gute Aussichten. Es kommt wieder ein langes Wochenende. Ich habe jetzt die nächste Woche ein bisschen frei und die genieße ich im Garten. Lasst ihr es euch auch gut gehen. Geht abends ein bisschen hinaus. Das Wetter wird ja bombastisch. Echt wahr. Jetzt kommt wieder ein kleiner Witz für die Woche.
Ein Vater zu seiner Tochter. Was wünschst du dir zum Geburtstag? Sagt sie, ich wünsch mir ein Einhorn. Sagt der Vater, komm, bitte was Realistisches. Sagt sie, okay? Dann möchte ich mit meinem Freund ausgehen und rumknutschen. Sagt der Vater, welche Farbe soll das Einhorn haben? Ja, so sind sie halt, die Väter, gell? Also, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, morgen. Ein Vorschlag von mir. Erst einmal einen Kaffee in den Kopf und langsam in die Woche starten. Passt auf bei den Hits. Ich bin nur im Schatten und mein Stoffschab ist immer dabei. Man braucht viel Flüssigkeit. Aber kein harter Alkohol natürlich. Also, aufpassen. Noch einmal zum Fußball. Eintracht Adler, ich hatte letztes UEFA Cup Pokalspiel natürlich nicht vergessen, aber es wurde eh genug gerettet, deswegen mach ich das heute. Adler Bube, es war ein Bombenspiel, ihr wart super. Wenn auch ohne Pokal, ihr habt gekämpft und habt gezeigt, dass ihr Adler seid. Klasse. Nächste Saison weiter so. Wir sind auch wieder dabei. Aber was war dann im Stadion los? Wieso habt ihr dann die Helene Fischer so extrem ausgepfiffen und ausgebuht? Gell, so ein goldes Pöppchen, das möchte man doch nicht. Ja, die ist ein bisschen das Maskottchen von der Dortmunder. Na und? Wir sind Adler. Da sind wir großzügig. Und ehrlich, die möchte doch gut Musik. Ja, also, wenn wieder mal sowas ist, bitte ein bisschen mehr Respekt. Sowas möchte man echt nicht. Und jetzt für die Helene Fischer. Alles Gute und viel Kraft für die neue Tour. Hier aus Hesse, aus Frankfurt und besonders von der Adler. Einige von uns sind da bestimmt dabei. Helene, wenn du mir persönlich schreiben willst, ich habe hier eigentlich ein Bambi-Mail. Ja, guck mal auf die Seite. Bambi-Mail. Ich würde mich freuen, Helene. Also, jetzt habt alle noch eine schöne Woche. Und hier wieder ein Witz. Der Teufel besuchte Petrus und fragt, ob man für die Zukunft mal ein Fußballspiel planen könnte. Himmel geht zur Hölle. Petrus lächelt nur und sagt, habt ihr nicht die geringste Chance. Alle guten Fußballer kommen irgendwann hier in den Himmel. Der Teufel lächelt auch und sagt, aber mir kriegen die Schiedsrichter. Also, bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschö. Servus. Morsche. Na, wie seid ihr heute in die Woche gestartet? Ich habe heute früh wieder 2 Tröpfchen Wasser mehr gebracht. Aber Kopf hoch, einen Feiertag haben wir noch vor uns. Also wieder kurz Woche diesmal. Und einige haben ja vielleicht auch einen Brücketag. Ich bin ja Freiberufler und da kann ich mir eh ein bisschen einteilen. Deswegen habe ich gleich erst einmal schön Frühstück und dann geht's weiter. Macht ihr auch ein bisschen langsam nicht so hektisch und denkt auch ein bisschen an euch. Habt ihr mal den TV-Spot gesehen von unserer Frauenfußballer? Echt cool, das Ding. Ja, die Ladies spielen auch Weltklasse-Fußball. Weiter so, Ladies, ihr seid klasse. Ja, und wisst ihr, was ich besonders toll finde? Unsere Bundestrainerin von der Frau ist die Steffi Jones und die ist ja echt Frankfurterin aus Mainhattan. Das ist total super. Also, Ladies, weiter so, wir gucken auch bei euch immer rein. So, und jetzt trinkt erst einmal einen Kaffee. Ich trinke einen auf euch und für die Woche gibt's wieder einen kleinen Witz. Ein Mann will in einer Bank in Zürich ein bisschen Geld anlegen. Der Kassierer fragt, wie viel Geld wollen Sie einzahlen? Flüstert der Mann, 3 Millionen. Der Kassierer sagt, Sie können ruhig lauter sprechen. Armut ist in der Schweiz keine Schande. Ja, so sieht's aus. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Morsche. Ei, heute war ich vielleicht schon früh auf. Ah ja, wenn's so hell ist, gell, und morgens früh um 4:30 die Fäschen sich schon in ihr Kaffeeboot einladen, gegenseitig. Ei, da bist du automatisch auch wach und da wollte ich aufstehen. Aber der Körper möchte noch nicht so wirklich mit. Ei, ehrlich nicht, ich brauch da 2, 3, 4 Dippchen Kaffee, bis ich rundlaufe. Aber mal ehrlich, die letzte Woche war doch wieder schön in meinen Hätte und Umgebung. Ah ja, überall. Man konnte endlich mal wieder draußen sitzen und was Schönes machen. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe am Samstag ganz gute Freunde getroffen. Am Sportplatz da in Eschersheim, da ist ein gut Kneipe dabei. Ah, den kennt ihr, gehe ich über von dem Alterheim. Kerle, war das schön. Was haben wir viel gebabbelt und gelacht, gut gegessen und klar, auch ein bisschen was Flüssiges gepetzt. An der Stelle, ein lieber Gruß an euch, das machen wir wieder. Ja, und ihr anderen, habt ihr auch ein bisschen die Freizeit genossen? Wie jetzt? Noch nicht so? Ei, die Woche habt ihr wieder Zeit, es wird wieder ganz schön Wetter. Und draußen sitzen bringt's doch. Naja, also, nur die Woche rumkriegen und deshalb hier wieder ein kleiner Witz. In der Frankfurter Kneipe am Tisch sitzen 2 Freunde beim 3. Bämbelchen. Sagt der eine, na Herbert, hast du eigentlich schon deine Urlaubspläne gemacht?
Sagt der, na, wozu dann? Meine Frau bestimmt, wohin wir fahren, mein Chef bestimmt, wann wir fahren und die Bank bestimmt, wie lange wir fahren. Naja, so ist das halt manchmal auch noch. Aber trotzdem, wir freuen uns jetzt erstmal auf die Sommerferien und Urlaub, der so nach und nach kommt. Also, wir hören uns aber nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Morsche. Ja, morgens, wenn man aufsteht, ist schon ganz schön heiß, gell? Das ist ja schön, aber zu viel ist auch nichts. Das geht auf den Kreislauf und auf die Pumpe. Also nicht vergessen, viel trinken, auch wenn man keinen Durst hat. Ein Wässerchen geht immer zwischendurch. Aufpassen. Ich war jetzt ab und zu mal im Schwimmbad, aber der ist ja so voll. Da bin ich dann doch in der Gatte, aber auch da nur in der Schatte. Und ihr so? Wart ihr auf dem Frankfurter Fest? Auf dem Grisos Wettessen? Habt ihr nicht gewusst? Ah, ihr müsst in den Veranstaltungskalender gucken, hab ich euch doch gesagt. Da kommt jetzt noch einiges die nächsten Wochen und Monate. Also, ach hier, aufpassen. Aber vor alle Dinge passt auf, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Lasst eure Kinder, Babys und Hunde nicht drin. Ach, nicht für ein paar Minuten, das ist gefährlich, das heizt brutal auf. Und lauft nicht mit Hunden über den heißen Asphalt jetzt. Die verbrennen sich die Pfote, das ist echt so. Aber das wisst ihr ja alles. Also, jetzt kriegen wir die Woche erst mal wieder rum, macht schön langsam beide Hits, hier wieder ein kleiner Witz. In einem guten Frankfurter Hotel checkt ein Fremder ein und sieht, dass in einem Namen MDB steht. Da fragt der Portier, was heißt denn das? Da sagt der Portier, Mitglied des Bundestages, mein Herr. Da nimmt der Fremde nochmal den Kugelschreiber und schreibt hinter seinen Namen MDO. Der Portier sieht es und fragt der Fremde, was das heiße tut. Da sagt der Fremde, Mitglied der Ortskrankenkasse. Der, was ist denn im falschen Hotel? Aber egal, ihr passt jetzt die Woche auf euch auf. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschö.